Was geht ab, meine Leute, und willkommen zu diesem Video. Ich habe das Intro verkackt. Let's go. Es ist mal wieder soweit. Ich war Moritz in Köln besuchen und wollte eigentlich nur 2 Tage bleiben. Daraus wurden dann 5. Ich habe geisteskrank viel erlebt. Es passieren so viele kranke Sachen. Ich habe euch alles zusammengeschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Ey, du bist doch so ein Schwachen. Ich hab's einmal gemacht. Ey, Who gang? Oh nein. Kennst du Who gang? Ja. Oha! Der perfekte Einspieler? Der Blitzer in 100 Metern. Nach Drehschluss wollten wir dann noch einmal kurz auf Toilette gehen, aber sind dann einmal in den Backrooms gelandet. Let's go. Wir sind einfach in den Backrooms. Oh nein, das ist meine Weihwand. Ja, egal. Es ist 6:30, wir haben Drehschluss. Nice. Wir fahren jetzt noch mit dem Auto von Wuppertal nach Köln. Willkommen zu diesem Vlog. Frühstück. Asozial, Digga. Gewinnerfrühstück. Gewinner. Nee, war 15 Uhr, kommt in mein Zimmer und sagt, es ist 14 Uhr, Digga. Ich dachte, es wäre 9 Uhr. Ja, wir haben echt so lange gepennt. Komm raus, Bruder, das ist es. Aber an sich, das Shirt ist hart. Sie sagt, es sieht harzig aus. Das sieht aus nach 60 Kippen in der Tupperdose. Danach sieht das aus, Bruder. Power. Ja, die Mütze, die muss ich noch überlegen, aber das habe ich schon geholt. Ja. Das hast du schon geholt? Das ist wirklich wild. Hä, ist voll geil mit den langen Ärmeln. Dann von hinten die Flammen. Schweizer Eishockey an die Schweizer Jungs heraus. Fuego. Erstmal Bubble Tea. Ich sehe schon, der Laden. Der Laden ist direkt sympathisch. Erstmal Bubble Tea. Ja. Ich mach dir jetzt was, okay? Mach mal fertig, nein. Ja. Ich hab's vor einer Woche erstmal für mich. Boah, wie stabil. Man kriegt richtig Bauchschmerzen nach, das ist das Wunderschöne daran. Das ist ja geil, das ist ja genau wie Bier. Das Ding ist... Ihr müsst verstehen, ich hab den Bruder an der Theke gefragt, was sein Favorite ist. Lemon Jasmin mit Topping 50% Sugar. Das ist schon mal nice. Was, du hast Sugar reingemacht? Warte. Mosh. What's up, Pop Bands in dem Vlog? Ich hab seinen Sugar. Was machst du? Ach so, das macht man Bruder, nicht. Bruder, was machst du? Wie wenn ich so hate, wenn ich das war close. Muss jetzt einfach da reinlümmeln, ja? Wunderschön. Und dann einfach mal nippen. Ich hab so Angst vor deinem, ne? Ich glaube, der wird viel zu süß sein, ne? Übel geil. Zeig mal. Das schmeckt wie so eine Limonade. Was? Haha! Das ist ja unnormal krank. Alter, wie? Probier mal rein und dann probier mal rein. Oh, ist der süß, Digga. Warum? Hier seht ihr Jonas Gesicht, weil er sieht, dass es keinen Kölsch gibt. Wollte einfach nur meinen Kranz trinken. Jetzt haben die hier nur Maß. Das ist nice, aber ich wollte meinen Kranz. Aber ein Radler, das tut's doch auch, oder? Schwierig. Ach so, ein schönes Alster, weißt du, das schmeckt doch. Wo, einmal kurz in die Kommentare bitte, wo ist der Unterschied zwischen Radler und Alster? Ich dachte, das wäre das gleiche. Hä, hey, Alster ist aber eine andere Firma, oder nicht? Nein, Digga. Doch. Das ist beides einfach nur, glaube ich, Sprite mit Bier. Sprite. Hier sieht die Sois Nase. Ich habe da einmal eine Fachfrage. Was ist der Unterschied? Was ist mit Kumpel oder ohne? Was ist der Unterschied zwischen Radler und Alster? Also ist Fanta und Radler ist Sprite. Ah. Ja, okay, krass. Was war mit Fanta? Fanta ist Alster. Okay. Alster Bier. Ich hätte gerne Starnberger Hell 05. Einmal Bier. Ah, erstmal eine schöne Weißwurst und ein bisschen Fromage. Wir sind hier gerade einfach auf dem Spielplatz und das ist mit die beste Pizza, die ich jemals gegessen habe. Wie heißt der Laden? Denilio. Denilio. Ist direkt da vorne irgendwo. Die haben leider schon zugehabt. Das hier ist ein Bier. So ein Bier aus so einer Weinflasche ist auch sehr wild. Ja! Eine gute Frau. Wir sind hier gelandet. Ja! Wir wollten chillig ein Monopoly haben machen. Monopoly gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, die Schlossallee. Flash, hey, komm, zieh durch, Junge. Ach, schön, das war's hier. Mann. Wir sind jetzt hier gerade auf so einem Food-Festival. Oder was heißt Festival? Das ist einfach Markt. Das ist einfach jeden Donnerstag, Digga. Oh, so schwäbische Platte. Ja. Das sieht so saftig aus. Ich hole mir jetzt Tacos hier. Aber ich hab so Bock, die ganze Zeit schon Tacos zu essen, Mann. Das ist es einfach. Junge, let's go! Stopp Nummer 2, ich zieh mir Knödel. Boah, das ist ja so eine geile Erfindung hier, das ist der Wahnsinn. Köstlich, schmöchtlich, Digga. Ich kann nicht mehr. Bruder, ich kenn mich aus im Bruder, okay? Ich kenn mich aus. Acker, ich glaub, da war irgendeine Kacke, Bruder. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich irgendwie den Kleiderschrank und jeden Morgen hole ich mir dann irgendwas raus. Hab ich vom Tennis-Shop. Das sind auch die absoluten Tennisschuhe auf jeden Fall, man kennt's. Fuck, warte mal, wir wollen da mit Tennis. Nee, fuck, wir haben ja noch Outfit.
Das ist angenehm. Moritz sagt, das ist der beste Burger in Köln. Ich bin sehr gespannt. Junge, ich bin ein richtiger Foodblogger mit einmal einfach. Wie viel Essen hast du jetzt schon drin gehabt in dem Video? Ich glaube 3 oder 4 Mal und das war alles geisteskrank und ich blende es auch immer ein. Ich finde schön, wie sozial dieser Vlog ist. Am Anfang fressen wir uns voll. Ja. Am Ende des Vlogs sieht ihr eine extreme Party, wahrscheinlich mit sehr schlechtem Ausgang. Es wird super werden. Wie immer, es ist toll. Wow. Junge, das ist so Onion Rings. Pommes sind geisteskrank und das hier ist einfach nur bouncy as shit. Boah, Bruder, das ist so krass. Ich muss deine Reaktion jetzt einfach für den Kopf weiß halten. Junge. Endlevel. Das ist so heftig, Mann. Der richtige Mann. Oh. Corona, aber scheiß drauf, schmeckt genauso gut. Fake. Junge, was ist das denn? Das ist bei Lidl nicht, Digga. Hier vorne bei Lidl, Digga. Junge, wir wollten nur Tennis spielen gehen, Digga. Was geht jetzt ab? Ich hab nur saufen verstanden. Junge, denkst du, der Ball wird nachher noch getroffen? Ne? Lasst uns Tennis spielen. Ich wollte Tennis spielen. Jetzt haben wir ruhig da 2 Kästen Bier mit. Also Tennis spielen? Ich hab nur so. Schade, ah. Wir essen nicht, so müssen wir gleich noch Tennis spielen, ne? Richtig. Wo ist meine Gitarre? Digga. Lass mich einfach nur unprofessionell hier werden, Digga. Voll, das ist ultra voll. Das ist so voll. Das ist sehr voll. Ja. Der Bruder ölt sich noch ein. Digga, man muss doch gut aussehen beim Spielen, sag ich dir ehrlich. Guck mal. Machst du Oberkörper frei oder was? Nein, aber Arme, Bruder, einfach. Richtig. Die Arme! Und man riecht gut. Ey, wir spielen die andere Content-Bombe. Wir brauchen übrigens Leihschuhe, weil unsere Schuhe nicht reichen. Das ist nicht in Ordnung hier. Ich drip anders, Digga. Guck mal, unsere freshen Sneaks. Ey, die haben aber Vintage-Potenzial, sag ich dir ehrlich. Also, ja. Ich meine, die sehen aus wie vom 36-jährigen Dieter, Digga. Aber komm, ehrlich, der gerade auf der Spur holt seinen Sport-Extra anmacht. Aber deine Drip machen das. Digga, meine sind cool, Mann. Und deine auch. Echt wild eigentlich, cool, Digga, ja. Bruder, ich kann ihn noch nicht. Viel Gold. Also wenn das Tennis spielen ist, Bruder, dann gehe ich. Da gehen wir jeden Tag Tennis spielen, oder? Wow, wie das hell leuchtet von hinten, Digga, das ist ja anders. Hell leuchtet. Das hey, meine ich. Ey. Ja, das fick mich doch einfach, Digga. Ich mach halt kein Tennis spielen vom Wacken. Gerade einiges. Damals machten sie mich nach, heute hassen sie mich. Ja, Zitat, Johannes der Fünfte. Alle wieder, Mann. Ey! Das aus. Dann mal was vom Mero spielen, Junge. Ja. Hat mal Freund, ob der Mero spielen kann. Guck mal, meine Kinohose. Du bist eine Legende. Du bist eine Legende. Aber weißt du, was auch eine Legende ist? Das da. Das ist auch eine Legende. So, die Flinkbestellung getätigt. Da bist du eigentlich komplett behindert. Woher kennt man dich eigentlich? Warst du vielleicht in diesem einen Musikvideo dabei? Eventuell. Gerade einfach Bier bestellt. Hierher. So ein neuer Tag, ein neuer Foodspot. Was sagst du eigentlich zu deinen Felgen so? Das ist. Ich hab gesagt, Digga, ich wollte so ein bisschen Metallic haben. Ich wollte das nicht mehr haben. Ja, ja. Ist custom. Ja, ist custom. Custom. Nee. So ein bisschen, so, weißt du, Akzente setzen. Ich hab das. Ich hab noch nie sowas gesehen. Das ist Wahnsinn. Ich bin. Boah. Boah, was kommt da für ein Duft hoch gerade? Das ist ja geisteskrank. Ich schwöre, ich bin nur immer so TK Chicken Wings gewohnt oder so Burger King Chicken Wings oder so. Das ist der Wahnsinn. Die Hände werden auch danach einfach. Holy shit. Sauen, ja. Nein, nee, wir sind. Jetzt rein da, Junge. Einfach reingesnackt. Mann. Aber Digga, das ist halt auch das Problem danach. Vor allem drängt sie hier so an der Straße, sehr entspannt. Oder was soll ich sagen? Das geht nicht. Der Mann schrubbt hier seit Stunden. Geht nicht ab. Ja, er schrubbt seit Stunden in seinem Gesicht rum. Und es geht nicht ab. Ja, zerstört. Ich hab, was ist mein das? Secret Spot. Was ist das für eine Wanderung da drüben schon? Das war mein Secret Spot hier, ne? Geil. Ja, das haben wir auch übersehen da drüben hier, ne? Barfuß sagst du, ist kein Problem? Sag ich, kein Problem. Nee, doch, ist ein Problem. Ist ein Problem. Dieser eingebaute Kühlschrank hier ist fantastisch. Bitteschön. Der Auftritt. Das Auto wird sowas von stehen gelassen. Was hat Sie inspiriert, heute diese fantastische Party zu organisieren? Wir haben heute nach ein paar eleganten Essen gesucht. Ah. Der Sommer ist wieder da. Die Leute sind hier. Schauen wir auch mal einfach. Die Leute haben Bock. Ich bin ein Macher. Ein Macher. Und du machst einen Tornado jetzt, oder? Ich kann das gar nicht. Kannst du das? Nee. Ich kann es aber jemand, der das kann?
Hä? Okay. Strong. Hat es überhaupt so gemacht? Ja, doch, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Der hat auch seinen Spaß heute. Yeah. Ah. Ich hab ein Glas in der Hand und ich trinke es aus. Bin dicht am Strand oder crashe dein Haus. Triff mich lit an der Bank, wirf ein Stein, kommst du raus. Ja, schon. Oh, wobei? Du siehst so rot aus, einfach nur gerade. Aber bald gibt's hier. Hast du noch die Tür? Das ist ein Déjà-vu, Digga. Es ist wieder soweit. Nur diesmal ist warm. Wir haben 27 Grad. Du musst mir dann gleich genau die alte Aufnahme einbauen. Ich glaube, ich stand genau an dieser Stelle, genauso. Dieser Mann ist so gebrochen. Auch einfach der Sonntag danach komplett gebrochen. Wochenende wieder komplett Zerstörung. Wir haben mal wieder Köln geschafft. Ohne Geld. Köln war wieder mega. Noch 8 Euro in der Tasche. Nur 8 Euro, ich kann mir nicht mal ein Zugticket kaufen. Marian an der Stelle.